willkommen bei ZFF Daily, wieder direkt vom 6-Rüten-Platz. Und heute ist unser Gast im Studio, der Nick Brandestini. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Er hat den Dokumentarfilm Darwin gedreht, der hier in der Reihe deutscher Dokumentarfilm-Wettbewerbe zum Goldigen Auge antritt. Nick, ganz ein spannendes Thema. Und zwar geht es um 35 Leute, die ein Dorf bilden in der Mojave-Wüste in Amerika. Gell? Und das ist ja wirklich mitten im Nirgendwo. Wie kommt man auf eine Idee, so einen Film zu drehen, so ein Thema? Ja, also muss ich zuerst anfangen. Das ist mein erster grosser Film, erster Langdokumentarfilm. Ich habe bisher zwei kurze Filme gemacht und habe eigentlich einfach etwas gesucht, das mich fasziniert, wo ich einen langen Film darüber machen kann. Und ich bin öfters in den USA und habe eben ähnliche Orte gesehen wie Darwin. Nicht gerade Darwin selber, aber so Orte, die ähnlich aussehen, wo ich mich auch gefragt habe, wie du vorher, wer wohnt da? Oder beziehungsweise, wie kann man da an einem Ort wohnen, wo einfach in der Mitte ist, wo es nichts hat, wo es einfach nur Wüste rundherum hat, keine Läden, kein nichts. Und das hat mich einfach sehr fasziniert und wollte die Leute kennenlernen. Im Trailer habe ich eine Frau gesehen, die gesagt hat, sie sei die einzige Frau vom ganzen Dorf, die einen Job habe. Also, wie hast du das empfunden? Sind die Leute dort auch, macht sie das depressiv und traurig, die Einsamkeit? Oder sind das zum Teil auch noch lustige und glückliche Leute in dieser Situation? Sie sind generell nicht ganz so traurig, wie man vielleicht meinen würde. Aber sie haben natürlich schon schwere Schicksale auch und das spürt man. Also zum Beispiel gerade die Frau, die du jetzt erwähnt hast, das ist Susan, hat ihr ein dramatisches Erlebnis mit ihrem Sohn, der war mehrmals im Gefängnis gewesen und das ist natürlich ein schweres Schicksal und das prägt sie sehr. Sag mal, was machen eigentlich die Leute in Darwin, wenn sie Lust haben, mal eine Oberrichtung auf den Putz zu hauen? Gute Frage. Also es hat eigentlich, man müsste stundenlang fahren, um irgendwo hinzukommen, wo etwas wirklich los ist. Weil in Darwin, die Leute gehen nicht einmal gross aus ihren Häusern raus. Und das Einzige, was sie machen, was sie irgendwie ein bisschen mit anderen Leuten in Kontakt kommen, ist eben bei der Post. Immer um 12 Uhr treffen sich ein paar auf dem Bänkchen vorne und reden so ein bisschen über die Post, die sie bekommen haben, und dann so ein bisschen tratschen und so. Also wie wir hören, ist Nightlife in Darwin nicht gerade berauschend. Ganz im Gegensatz zum ZFF. Da läuft nach dem Film so einiges, ganz nach dem Motto, nach dem Film ist vor der Party. Was man da alles so erleben kann im Nightlife im ZFF, das zeigen wir euch jetzt. Und ebenfalls, was der Lichtkünstler, der Gary Hofstetter, hier so zaubert, wo bereits Arc de Triomphe oder auch das Berliner Brandenburger Tor beleuchtet hat. Der Hauptteil des Zurich Film Festival spielt sich natürlich auf der Leinwand ab. Aber natürlich gehört zu so einem glamourösen Event auch Nightlife Cocktails und Champagner. Heute Abend tauchen wir ein ins Nightlife des Zurich Film Festival und startet hier gerade hinter mir im Café Odeon, ein alter ehrwürdiger Platz am Bellevue hier in Zürich. Im Moment wird es gerade ins richtige Licht geguckt vom Lichtkünstler Gary Hofstetter. Ich kenne Gary Hofstetter schon von früher, respektive er hat schon mal für uns eine Beleuchtung gemacht. Das Odeon, das Café Odeon, ist auf uns zugekommen. Sie haben das 100-Jährige dieses Jahr und da ist die Idee gekommen, dass er könnte das schöne Gebäude anleuchten. Und der zweite Stopp im Nightlife vom Zurich Film Festival ist Live-Musik. In der ZFF Night Lounge gibt es Bands präsentiert vom Zermatt Unplugged. Das ist der Ruri Joseph. Und im dritten Stopp sind wir bei den Cocktails angekommen. Da sind wir in der ZFF Night Lounge im Tibitz im NZZ Bistro an der Vice Party. Und da gönnen wir uns natürlich den Zurich Film Festival Special Drink. Der wird gemacht von der Ivana. Und was können wir denn da über mit dem Zurich Film Festival Special Drink? Also, ist das so kompliziert wie der lange Name? Nein, gar nicht. Also da kommt Martini Rosato rein, 5 Centiliter, ein Schnitt Orange und dann einfach Martini Schaumwein, also Martini Brut. Und das wird einfach zusammen aufgefüllt und so, ja, ein Golfschläger oder was auch immer von Martini. So ein Drink, füll noch ein bisschen auf. Voilà. Super. Bitte. Das Glas grösser wie ich, würde sagen, so können wir die Nacht ausklingen lassen. Zurück zu unserem Studio am 6-Rüten-Platz, immer noch mit dem Regisseur Nick Brandestini vom Dokumentarfilm Darwin. Die Film macht jetzt auch mit oder ist im Wettbewerb für deutschsprachigen Dokumentarfilm, für die Reihe. 20'000 Franken könnte man hier gewinnen mit diesem Golden Icon. Wie wichtig ist jetzt eigentlich so ein Preis für so einen Film? Tut das auch sofort mehr Zuschauerzahlen generieren? Also Preise sind natürlich immer extrem wichtig und
Das ist eigentlich der Grund, warum man die Festival geht. Man hofft natürlich immer, dass erstens das überhaupt angenommen wird von dem Festival. Und was ein absolutes Highlight ist, was ich jetzt zum Glück auch schon erleben konnte, ist, wenn der Film einen Preis gewinnt. Oder? Du hast früher beim Fernsehen geschafft, bei Viva, wenn es mir recht ist, unter anderem. Jetzt ist es bereits eine dritte Regiearbeit als Dokumentarfilm. Kann man von dir auch noch Spielfilme erwarten in nächster Zeit? Ich möchte es nicht ausschliessen, aber jetzt ist nicht gerade mein Ziel für den nächsten Film. Also ich möchte jetzt schon mal noch ein paar größere Dokumentarfilme machen und dann, wer weiß, vielleicht dann auch mal einen Spielfilm. Okay. Niki, danke dir vielmal, dass du dir Zeit genommen hast, um hier bei uns vorbeikommen. Darwin läuft am 25. September, am 28. September im Kino Corso 4. Am 23. ist er, glaube ich, schon gelaufen. Also ich werde mir den ganz sicher noch zu Gemüte führen. Also nach dem Trailer zu urteilen, ist er absolut zu empfehlen. Herzlichen Dank, Nick. Und unsere heutige Filmvorschau, die kommt in Form von einem Beitrag von Andreas Rohrer. Er hat den Regisseur Kai Seer getroffen. Auch er hat einen Dokumentarfilm gemacht. Der läuft in der Reihe Borderlines von Médecins Sans Frontières. Die haben eine Zusammenarbeit mit dem ZFF. Und wieso man diesen Film unbedingt muss schauen, das hat Andi Rohrer für uns herausgefunden. Dass Skateboarding als Sportart an die Grenzen geht, das weiss man. Oft geht sie natürlich auch über die Grenzen. Es ist ja nicht zuletzt eine Extremsportart. Dass man mit Skateboarding aber sprichwörtlich Grenzen überschreitet, zeigt der Film von Kai Seer. Skatistan heisst er, wo er mit einer Gruppe Skateboarder auf Afghanistan gegangen ist. Ein Projekt, das nicht ganz einfach zu realisieren ist. Kai, gib uns mal kurz einen Abriss. Was werden wir in Skatistan sehen? Der Film Skatistan, Four Wheels and a Board in Kabul ist im Prinzip über ein humanitäres Projekt, was zwei Australier in Kabul, Afghanistan aufgebaut haben, indem sie eine Skateboard-Schule eröffnet haben. Wie lange warst du selbst da? Gib uns mal zwei, drei Eindrücke aus diesem Land, das wir ja nur durch die Medien kennen, die meisten. Ja, das ist der spannende Punkt. Die Medien, vor allem die westlichen Medien, geben natürlich ein Bild von Afghanistan ab, dass alles ganz furchtbar ist, dass die Menschen allesamt Terroristen sind und die Kinder laufen alle schon mit Sprengstoffgurten um den Bauch rum. Dem ist tatsächlich nicht so. Ich habe insgesamt 3,5 Monate in Afghanistan verbracht und wir waren mit dem Filmteam, was sehr klein war, aber wir waren mit den Skatistanis ständig in den Straßen Kabuls unterwegs, immer. Also die Skatistanis fahren meistens mit Motorrädern rum, besuchen da die Kids und sind tatsächlich auch mit der afghanischen Community sozusagen unterwegs, verbandelt, kennen die Leute, kennen die Eltern der Kinder und wir waren mittendrin so war es natürlich sehr spannend. Skateboarding, wo definitiv Grenzen öffnet. Skatistan ist uns ein Filmtipp vom ZFF Daily, heute am Samstag erlauft am Eis in Zürich. Danke vielmals, Andi. Das war es vom ZFF Daily für heute. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr am Morgen wieder zuschaut. Die neue Sendung wird morgen ab 12 Uhr wieder online sein auf zurichfilmfestival.org. Bis bald.